Unfall auf der Autobahn. Falschparker im Wohngebiet. Wenn Fahrzeuge von der Fahrbahn müssen, kommt der Abschleppdienst Offenbach. Ob Kleinwagen oder 40-Tonner, Benjamin Richter packt an. Wir sind ja bestrebt, die Autobahn wieder schnell frei zu bekommen. Aber das klappt momentan nicht ganz so. Offenbach, 8 Uhr morgens. Die erste Fahrt für Benjamin Richter. Ja, wir fahren jetzt zu einem Unfall, der über den ADAC gemeldet wurde, nach Frankfurt-Niederrad. Da steht eine Kundin, die hat einen Unfall mit ihrem Ford Focus. Laut ADAC wäre er wohl noch rollfähig. Gucken wir mal, was uns da so erwartet. Was uns vor Ort erwartet, weiß man eigentlich nie so genau. Man hat Anhaltspunkte bekommen, wie schwer vielleicht, sag ich mal, oder dass es etwas schwerer ist. Aber was genau uns erwartet, das weiß keiner bei der Losfahrt. Hallo! Die gute Frau ist im RTW. Okay, geht die mit dem RTW oder? Ja, okay. Ich würde euch gerade ein Kärtchen von uns geben, damit ihr wisst, wo das Auto hingeht. Ja, schmeiß hier rein. Genau. Und der Schlüssel vom Auto hat sie denn? Ja, super. Das Auto kommt auf das Betriebsgelände des Abschleppdienstes. Das muss die Fahrerin wissen, wenn sie aus der medizinischen Versorgung entlassen wird. Ich muss blöd fragen, weil bei mir steht Unfall. Was ist medizinischer Notfall oder hat sie Unfall? Also es war ein Auffahrunfall. Ach so, okay. Steht unter Schock. Okay, ja, ja gut, okay, alles klar. Gibt sie jetzt mit, den Prima, Schlüssel. Genau. Ansonsten, ich frage noch mal eben die Frau. Ja, genau, ob sie noch irgendwas braucht, genau. Ich weiß dann halt nicht, wohin darstellen. Dann steht da ein Parkverbot oder whatever von und dann weiß der böse Abschlepper hat dann da hingestellt und oder es ist dann irgendwas am Auto. Ja. Da immer ein bisschen blöd, sag ich mal. Ja, ne, wir sind hier mitten mitten im Niederrad, sag ich mal, im Büroviertel, sag ich mal. Ne, hier ist ein bisschen belebt. Ja, hier müssen wir ein bisschen auf unseren Hintern aufpassen. Da die Achsen des Unfallautos unbeschädigt sind, kann es Benjamin Richter auf schonende Art aufladen. Mit Klammern an den Rädern und Gurten. Wer die Fahrt bezahlt, ist klar. Ja, in dem Fall wurden wir ja über den ADAC gerufen. Ja, der zahlt auch jetzt in diesem Fall die vollen Kosten und auch ein zweites Schleppen, dann, weil die Dame ja ins Krankenhaus geht, zur Wunschwerkstatt oder die Heimatadresse. Ja. Ist der Schaden groß? Naja, ein paar Kratzer, sag ich mal, aber so ist es, sag ich mal, würde ich sagen, jetzt ein leichter Auffahrunfall. Die Dame, habe ich gehört, die klagt ein bisschen über Nackenschmerzen und deswegen geht sie einfach zur Vorsorge ins Krankenhaus. Also wir müssen auf jeden Fall das Auto mit mindestens mal zwei Gurten sichern, dass er uns nicht nach vorne abhauen kann. Brauchst du noch irgendwas von der Nein, gar nichts. Ja, danke. So, unser Einsatz ist jetzt auch hier vorbei. Wir fahren jetzt zurück zum Standort, laden das Auto ab und dann geht's weiter im Text.
Dieser Auftrag war für Benjamin Richter eine leichte Übung. Andere Einsätze erledigt er weniger gern. Der typische Reifenschaden, ne? Reifen kaputt oder eine kaputte Lichtmaschine oder ja, oder auch Einsätze, wo man schon gehört hat, dass die Disposition mit der Kundschaft vorneweg schon diskutieren musste, weil es irgendwelche Sachen gibt, die zu bezahlen sind oder weil es irgendwo nicht hingeht, wo der Kunde gerne hin möchte. Das sind so sehr unbeliebte Einsätze, also beim ganzen Kollegium, also nicht nur bei mir. Zurück im Abschleppunternehmen. Benjamin Richter lädt das Unfallauto in der Wagenhalle ab. Der nächste Auftrag. Das Ordnungsamt Neu-Isenburg hat einen Falschparker gemeldet. Den soll Benjamin Richter abschleppen. Das klingt augenscheinlich nach einem angenehmen Job für den gelernten Kfz-Mechaniker. Ja, Lieblingseinsätze in dem Sinn, also ja, Falschparker fahre ich ganz gerne, alles so, was über die Polizei kommt. Der Hintergrund ist der, dass es meistens ein bisschen, ja, was Spannenderes ist oder was Spektakuläres, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr gefordert wird, als wenn das jetzt irgendein Versicherungsschaden ist, wo vielleicht nur die Lichtmaschine oder sowas kaputt ist. Also von daher, ja, sind so Polizeieinsätze oder Einsätze, wo größeres oder schwereres Gerät benötigt werden, sind dann bei mir dann doch etwas beliebter als jetzt, sag ich mal, so ein klassischer kleiner Auffahrunfall. Die Beamten des Ordnungsamtes warten bereits. Müssen mal 2 Minuten warten, bis meine Anhängsel alle geparkt haben. Damit meint er das Kamerateam, das wegen Corona nicht im Abschleppwagen mitfahren darf. Benjamin Richter macht schon mal Fotos vom Falschparker. Der Grund? Fotos machen wir deswegen, um zu dokumentieren auf die Beschädigung, die vorher vor dem Abschleppvorgang da waren. Damit danach keiner sagen kann, dass wir, sag ich mal, irgendwelche Kratzer gemacht haben, irgendwelche Felgen beschädigt haben oder dass wir, wie gesagt, irgendwas kaputt gemacht haben, was wir gar nicht waren. Und deswegen gibt es Fotos. Ja, klar, wir haben hier an der Einschusskante haben wir ein paar Kratzer. Da können wir zwar nicht hinkommen, ja, aber ich sag mal, so Macken an den Felgen und sowas, das wird ganz gerne genommen, dass wir das waren. Ja. Oder irgendwelche Beschädigungen, die jetzt hier am Radlauf sind. Und deswegen müssen wir da halt genauer gucken und auch genauer Fotos machen. Das Auto hat ein französisches Nummernschild. Die Kommune wird wahrscheinlich gleich, das werden wir aber noch mal fragen, vorschreiben, dass wir die Abschleppkosten gleich direkt alles kassieren, also den Strafzettel, das Abschleppen, die Verwaltungsgebühr, weil halt wahrscheinlich der Fahrzeughalter keinen deutschen Wohnsitz hat und der wahrscheinlich sehr schwer nachvollziehbar ist. Deswegen werden wir als Abschleppdienst wahrscheinlich das ganze Paket abkassieren. Jeden Tag Standkosten dazu. Und wenn dann, sage ich mal, nach einem Monat sich der Fahrzeughalter immer noch nicht gemeldet hat, dann schreibt man mal die Stadt an, dass dann halt Nachforschungen angestellt werden. Ne? Wo ist der Halter, unbekannt verzogen oder wie auch immer. Ja, und im schlimmsten Fall, wenn er sich gar nicht mehr meldet, dann wird eine Zwangsverwertung angeordnet und dann wird das Auto verschrottet. Ja? Oder je nachdem, was für ein Zustand, was für ein Wert das Auto noch hat, kann es auch sein, dass es versteigert wird.
Danke, ich habe hier draufgeschrieben, die 25 Euro Verwarnung bitte noch mit abkassieren, das ist hier oben. Okay, alles klar, so machen wir es. Dankeschön, ciao. Gleichfalls. Abholen kann der Halter sein Auto auf dem Betriebshof des Abschleppdienstes. Für den nächsten Auftrag steigt Benjamin Richter in ein größeres Fahrzeug um. Wir fahren jetzt zu einem LKW-Auffahrunfall auf die A3. Das ist nicht bekannt, nur dass einer auf den anderen aufgefahren ist. Momentan kämpfen wir uns so ein bisschen durch die nicht vorhandene Rettungsgasse. Lässt den Adrenalinpegel natürlich etwas nach oben schnalzen.